Ganz oben ist nicht nur der Titel dieses Liedes, sondern auch die Interpretin selbst. Nina stürmt bekanntlich seit kurzem neben den Hitparaden im deutschsprachigen Raum auch die Charts in England und Amerika. Näheres darüber berichten wir im zweiten Teil dieser Sendung. Unser erster Beitrag ist die vorletzte Folge unserer Serie Jugend im Abseits. Den vierten und letzten Teil unserer Serie Jugend im Abseits, der sich mit nicht politisch organisierten Jugendgruppen beschäftigt, könnt ihr in 2 Wochen sehen. Jetzt aber zu unserem Musikbeitrag. Wir haben die Möglichkeit wahrgenommen und Nena bei ihrem Konzert Ende März in der Wiener Stadthalle gefilmt. Schon vor einem Jahr haben wir ein Porträt von Nena gezeigt. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo viele noch geglaubt haben, dass ihr Erfolg nur von kurzer Dauer sein wird. Mittlerweile ist sie die einzige deutschsprachige Interpretin, die sowohl in England als auch in den USA die Nummer 1 in den Hitparaden ist. Aber Zeit zum Nachdenken hat man wirklich nicht. Man stolpert so in jeden Tag rein und die Ereignisse überstürzen sich und du kannst es nur genießen und dich fragen, warum hast du ausgerechnet so viel Glück, ja? Man muss plötzlich doch recht diszipliniert werden auf eine Art. Ich habe auch früher sehr viel mehr getrunken zum Beispiel, als ich mir heute erlauben kann. Ich bin nie ein Trinker gewesen, aber ich habe mir schon gerne abends mit Freunden irgendwie 2, 3 Flaschen Wein reingezogen und bis in die Nacht rein irgendwie rumphilosophiert und so. Das kann ich mir heute eigentlich gar nicht mehr leisten. Heute trinke ich viel Mineralwasser. Sicher wird einem dann irgendwie vieles erst später klar, dass man sich dann auch alt in eine Welt begibt, wenn man so erfolgreich wird, was man ja vorher nicht denkt, wo doch wieder irgendwelche Ansprüche im Raum stehen und Sachen gemacht werden müssen, die man nicht so gerne macht. Aber wenn das Positive nicht überwiegen würde, dann würde keiner von uns das eine Minute länger machen. Es gibt oft irgendwelche Auseinandersetzungen, aber es gibt keinen Streit innerhalb der Band. Und ich versuche natürlich oft, wenn es irgendwie so ein bisschen ausartet, da so ein bisschen zu schlichten. Aber das kommt an und für sich sehr selten vor. Also ich kann es nicht erklären, was es ist, dass es so ist, wie es ist. Ne? Es ist aber so, dass wenn einer jetzt nicht dabei wäre oder nicht könnte oder so, dann wäre es nicht mehr das, was es ist. Verstehst du, was ich meine? Thank you.
Ich kann mir nicht mehr erinnern, wo ich, in welchem Hotel ich gestern war. Also es ist unheimlich komisch. Ich mache mir da auch keine Gedanken drüber, weil sonst wirst du verrückt. In letzter Zeit passiert so viel, wirklich. Ich sitze abends, als wir noch in Berlin waren, noch geprobt haben und so, bin ich endlich dann abends mal ins Bett gekommen und um 12:30 ruft Jim mich noch an und sagt, ey, Platz 4 Amerika und Platz 20 Japan und 1 Kanada und es ist der Wahnsinn, wirklich. Also, ich kann auch den Abstand, habe ich gestern schon so oft gesagt, ich kann den Abstand nicht gewinnen zu der Sache. Also, wir können es ja selber nicht verstehen und deshalb. Ich mache mir da keine Gedanken drüber, da wirst du verrückt, echt. Du merkst plötzlich, dass du dich in zwei Persönlichkeiten aufspaltest. Da gibt es einmal noch den privaten Mensch, also der, dem du morgens in den Spiegel guckst und den du eben schon lange kennst und der sich so schnell gar nicht verändern kann. Und auf der anderen Seite gibt es dann den da draußen, den die Fans sehen und dazwischen liegen tatsächlich Welten. Das ist für jeden von uns, stellt sich das vielleicht unterschiedlich dar. Aber das sind also Sachen, da macht man sich selber viel Gedanken darüber, wie man jetzt diese beiden Persönlichkeiten irgendwie zusammenhalten kann, dass man da nicht auseinanderfliegt. Manche Stars sagen, sie haben gelernt, im Laufe der Jahre das vollkommen zu trennen. Und für die gibt es dann eine öffentliche Person und eine private Person. Aber wenn das alles so schnell geht, dann das kann man nicht so schnell lernen. Und deswegen ist es eigentlich so, dass man immer hin und her flippt. Und dann manchmal, es ist manchmal zum Beispiel schwer im Hotelzimmer abzuschalten, um überhaupt schlafen zu können. Dann schwirrt einem noch der Kopf von 1000 Informationen, die man bekommen hat. Und man muss sich dann richtig zwingen, mit irgendeinem Mickey-Maus-Heft oder was immer auf den ruhigen Punkt zu kommen, überhaupt mal abschalten zu können und wieder ganz normal schlafen zu können. Notizen aus einem Erfolgstagebuch. Originalzitat Nena. Nichts auf dieser Welt ist schlimmer als ein leeres Hotelzimmer in der Nacht, wenn die Einsamkeit erwacht. Irgendwo in fremden Städten träumst du von vergangenen Fäden in der Nacht, wenn die Einsamkeit erwacht. Aus der Uhr tropfen Sekunden, weit und breit kein Land in Sicht. Ich ertrinke in Langeweile. Hilfe, Hilfe, rette mich. Hilfe, Hilfe, rette mich!
Mit diesem Publikum kommt Nena weit schwerer zurecht als mit den Fans im Konzertsaal. Wissbegierige Journalisten bei einer Pressekonferenz. Und dein Videogerät, was brauchst du mehr? Und dann merkst du, dass es um andere Dinge im Leben geht. Solange du die Dinger nicht hast, denkst du, das wär's. Aber wenn du sie hast, merkst du, dass es ein großer Irrtum ist. Du hast gestern gesagt, der Erfolg hat dich nicht verändert, du bist genauso arrogant geblieben wie vorher. Ja, das haben sicherlich wieder viele Leute falsch verstanden. Aber was hast du wirklich gemeint? Ich habe gemeint, weil in dem Moment, wo du erfolgreich bist, wird dir ja gleich vorgeworfen, dass du viel Geld verdienst, dass du arrogant wirst automatisch, dass du ein Superstar bist, nicht mehr ansprechbar und diese ganzen Klischees, diese dummen. Und da versuche ich mich halt gegen zu wehren, weil ich wollte damit einfach nur sagen, dass ich als Mensch noch genauso arrogant oder mehr oder weniger arrogant bin wie vor 2 Jahren. Weil vor 2 Jahren habe ich auch versucht, mich durchzusetzen, genauso wie heute. Und vor 2 Jahren habe ich mich auch gewehrt gegen Sachen, die mir heute gegen den Strich gehen. Das meinte ich damit. Dass man sich halt wehren muss gegen Klischees halt. Das zum Beispiel, also ich habe gestern schon gesagt, wenn ein Fußballstar 10 Millionen Ablösesumme bekommt, dann finden die Leute das toll. Wenn man das über uns liest, dann finden die Leute das unverschämt, ungerecht, weil wir haben uns das ja schließlich nicht verdient. Ja? Aber kein Mensch sieht, dass wir alle schon Kalle seit 15 Jahren, ich seit 6 Jahren Musik machen und von Jobs gelebt haben und manchmal wirklich wenig zu essen hatten. Ja? Also ich will dir keinen vorholen, das war nicht schlimm, das war gut für mich. Das war eine tolle Zeit für mich. Aber warum soll ich jetzt nicht auch mal ein bisschen Geld verdienen? Ne? Geld hat Nena vor allem im letzten Jahr einiges gemacht. Der Song 99 Luftballons war nicht nur in Deutschland und Österreich an der Spitze der Hitlisten, sondern auch in den meisten europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Schweden. Als erste deutsche Band war Nena auch in England, dem Mutterland der Rockmusik, Nummer 1, ebenso wie in Kanada, Australien und den USA. In Amerika wurden allein von diesem Lied über 1 Million Platten verkauft. 99 Luftballons, wir im Weg zum Horizont, jemand für uns ausgemacht und schickte ein in den Kopf. Wir schlafen hinterher, laut spielen, Erde bei meinem Gott am Horizont. 99 Luftballons. Also mal, wir haben ja irgendwie, dieses ganze Amerika-Ding ist ja von uns nicht geplant oder als Feldzug oder von der Plattenfirma irgendwie ins Leben gerufen worden, sondern es hat sich ja aus einem ganz kleinen, blöden, dummen Zufall entwickelt. Die Story ist halt, was heißt Story? Es ist die Wahrheit. Viele Leute glauben uns das jetzt gar nicht mehr, weil ja irgendwie so viele Leute Storys erzählen. Also, dass diese Christiane F. aus diesem Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die wir noch nie gesehen haben, die wir nicht kennen, die auch Jim nicht kennt, halt so eine Kassette mit deutscher Musik zu so einem Disc-Jockey in Los Angeles gebracht hat. Dem hat dieses Luftballonstück, dem ist es aufgefallen, ihm hat es sehr gut gefallen. Der hat es als Song of the Week irgendwie eingesetzt und am Tag, weiß ich nicht, 10-mal gedudelt. Dann haben es andere Radiostationen in Los Angeles aufgepickt, immer noch auf Deutsch alles. Und da war es so ein interner kleiner West Coast-Hit. Und von da aus ist es mit so einem Schneeballsystem irgendwie unheimlich langsam und so über die ganze USA gegangen, und nach diesem Day-After-Ding in den Vereinigten Staaten haben dann auch Stationen angefangen, die englische Version zu spielen. Da haben sie sich zum ersten Mal für den Text interessiert und das hat dann den entscheidenden Schub nochmal gegeben, dass es dann wirklich in die Charts gegangen ist. Naja, es stimmt auf jeden Fall nicht, dass wir Erfahrungen mit Amerika gemacht haben. Es stimmt auch nicht, dass wir in Amerika Fuß gefasst haben oder sonst irgendwie etwas. Für uns ist es einfach eine erfreuliche Tatsache, dass wir in Amerika in den Charts sind. Und jetzt analysieren zu können, was jetzt die Gründe sind, weswegen wir da so erfolgreich sind, da müsstest du schon jeden einzelnen Plattenkäufer selbst fragen. Das kann ich also unheimlich schlecht sagen.
Naja, ich wäre Marktanalytiker geworden und kein Musiker, wenn ich mir ständig darüber Gedanken gemacht hätte, was die Gründe dafür sind. Ich weiß es nicht. Und es ist also nichts, womit man fertig werden muss, also weil es eben eine positive Sache ist. Ich freue mich einfach darüber, dass so viele Leute unsere Musik mögen. Und ob wir es wieder schaffen werden, weiß ich nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Was es eigentlich ist, was die Leute an dir interessant finden, jetzt als Person oder als Sängerin? Nee, das frage ich mich eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Die Art und so, wie sie ist. Das ist leibend. Warum? Also, wie sie aussehen, wie sie mich singt halt. Weil sie jung sind und leibend, so wie wir. Man. Ich meine. Ja, Aussehen und Musik ist. Schaut recht gut aus. Ja? Ja. Ja, ich finde auch, sie schaut sehr gut aus. Und gute Lieder hat sie auch. Ich war das letzte Mal auch da und war begeistert. Echt? Also, sie ist irrsinnig super, so in der Art und so. Und auch auf die Live-Konzerte, da ist voller Power drinnen, das ist super. Warum glaubst du dir Erfolg? Na, sie kann sich gut verkaufen. Das ist ihr ganzes Management, das ist ein Wahnsinn. Nein, die hat sich emporgehoben durch ein paar Lieder und sie ist einfach zum Star geworden. Das gefällt mir ihr. Ich glaube, weil es locker ist. Sie ist überhaupt irgendwie ein lässiger Typ. Was gefällt dir an Antonina? Einfach alles, Ausstellung, so wie sie redet, wie sie die Leute anmacht. Einfach mit den Liedern, Musik, alles. Stimmt. Gefällt dir die Nena so als Mädchen? Natürlich. Ja? Mir gefällt, heißt zwar immer die ganze Gruppe, aber die Nena ist immer im Mittelpunkt. Für mich ist eigentlich, komm ich eigentlich nur wegen der Nena. Lass mich dein Pirat sein. We'll be right back.
wird auch immer gesagt, dass so die Sache mit Zeit, Geist und Lebensgefühl eine wichtige Komponente ist von der Band. Denk mal über das nach. Was ist das eigentlich, Zeitgeist, oder? Also, ich weiß nicht. Das Wort, das existiert für mich seit 3 Jahren oder seit 2 Jahren. Da gibt es irgendeine Band, die heißt, die in Berlin, die heißt auch Zeitgeist. Ansonsten hatte ich das Wort noch nie gehört. Und im Moment kommt es mir immer öfter unter. Ich kann mit dem Begriff gar nicht so viel anfangen. Vielleicht die Leute, die den Begriff benutzen, ist es sowas wie Modeerscheinung oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht. Ich benutze den Begriff nicht, ich kenne den gar nicht. Und eine Modeerscheinung sind wir, glaube ich, nicht. Die große Herausforderung für mich besteht in dem, was ich mal das Alterswerk von Nina nennen würde. Einfach aus dieser Phase der Hysterie gesund und heil als Band herauszukommen und dann einfach irgendwann eine akzeptierte, gute, bekannte, berühmte Band zu sein, aber nicht dieses... nicht dieses Wundertier mit den 3 Köpfen oder so, das von allen bestaunt wird, sondern einfach eine gute Band. Und das dann mit dem Mehr an Erfahrung, an Zeit und an Möglichkeiten dann irgendwann Platten entstehen können, wo man wirklich voll und ganz dahinter stehen kann. Ich meine, das können wir auch jetzt schon. Aber es ist doch alles immer noch ganz schön von der Zeit und vielen anderen Dingen irgendwie geprägt. Und ich freue mich einfach schon jetzt auf das Album, wo ich hinterher sagen kann, was Besseres kann ich in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber das ist noch eine Weile hin. Und mit dem Stück möchten wir uns von euch verabschieden. Das heißt, der Anfang vom Ende. Alles dunkel, ins Haus fällt noch kein Licht. Die Fenster sind zu, doch viel verändert hat sich nicht. Alles steht noch so. Die meisten Lieder, die ihr eben gehört habt, stammen aus ihrer neuesten LP mit dem Titel Fragezeichen. Die Texte zu diesen Liedern wurden übrigens in Österreich geschrieben, wo sich Nena und ihre Band für einige Monate zurückgezogen haben.
Unser heutiger Plattentipp ist diese LP und wir verschicken wie immer 10 Stück davon an diejenigen unter euch, die uns ihre Meinung zur Sendung schreiben. Schreibt uns bitte an den ORF ohne Maulkorb 1136 Wien. Zum Schluss noch eine Bitte an euch. Um weitere Schulen, Kindergärten und Gesundheitszentren errichten zu können, bittet uns das Hilfskomitee für Nicaragua unter dem Motto Ein Dorf für Nicaragua um Spenden auf das Postsparkassenkonto Nummer 7.512.900. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Sendung in 2 Wochen.